Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur 25. Folge von Klimbim. Und hier sind Sie, die Klimbims! Das ist Klimbim mit seinen Frauen, schön anzuschauen, von Kopf bis Po. Das ist Klimbim mit seinen Herren und insofern mit viel Niveau. Das ist Klimbim, ein Bilderbuch, ein rotes Tuch, je nach Geschmack. Das ist Klimbim, was auch geschieht, das was man sieht, geht nur zwei Takt. Man hat sich eben amüsiert über den Gag, der da passiert, und hat ihn noch nicht ganz kapiert, da wird der nächste schon serviert. Man hat gerade was entdeckt, was sonst ein Kleidungsstück versteckt, und dieser Anblick wird gesägt, schon kommt ein anderer Aspekt. Das ist Klimbim, die blöde Show, die Zeit ist low, lässt sie ihr lieb, mit ihrem Quatsch und einem Touch Philosophie. Das ist Klimbim, unser Leben, und ist es mal nicht wahr? Dann mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Das ist Klimbim. Danke schön. Guten Abend. Willkommen zu Klimbim. Guten Abend. Heißt es nicht willkommen bei Klimbim? Bei, zu, auf, über, das ist doch völlig egal. Für mich heißt es sowieso willkommen unter Klimbim. Wieso unter? Ja, wir stehen unter dem Einfluss von Klimbim, unter der Herrschaft von Klimbim und unter dem Zwang von Klimbim. Wer zwingt uns? Klimbim zwingt uns zu Klimbim. Es gibt da eine Sendung, die heißt Klimbim, und da machen wir mit. Und wer da mitmacht, muss Klimbim machen, ob er will oder nicht. Ja, das ist wie bei Shakespeare. Wer Shakespeare spielt, kann ja auch nicht Texte von Schiller aufsagen. Oh, schade. Ich hätte so gerne mal die Julia von Shakespeare gespielt und wäre dabei unter die Räuber von Schiller gefallen. Siehst du, genau das ist Klimbim, wenn man alles durcheinander bringt und es am Ende trotzdem noch stimmt. So ist es, denn jede Julia würde bestimmt lieber mit ein paar Räubern losziehen, als immer nur mit ihrem Romeo vor dem Fernseher zu sitzen. Jetzt habe ich es begriffen. Das Leben ist nur Fassade. Klimbim ist die Wirklichkeit. Und wer nicht mitblödelt, versteckt sich hinter der Fassade und krepiert. Ja, und darum ist Blödeln gesund, weil es uns befreit. Das ist wie beim Rülpsen. Was? Pardon. Befreit auch. Und wie mit dem Sex. Befreit auch. Seit wann befreit Sex? Na, seit Adam und Eva. Die hat der Sex aus dem Paradies befreit. Hätten sie es nicht miteinander getrieben, säßen sie heute noch dort. Und wir auch, mitten im Paradies. Schrecklicher Gedanke. Stell euch bloß vor, ein Leben ohne Sünde, ohne Fehler und ohne Schwäche. Das wäre ja ein Leben ohne Klimbim. Oh, da können wir ja gar keine Witze mehr machen. Ja, kann man denn über das gute Menschen nicht lachen? Also darüber ist sich die Wissenschaft noch im Unklaren, weil man bislang das Gute im Menschen noch gar nicht gefunden hat. Ich denke, bei Berti Vogts und Helmut Kohl hat man es gefunden. Aber bei denen ist das Gute schon wieder ihre größte Schwäche. Jetzt weiß ich endlich, worüber der Strauß immer lacht. Kurz und bündig, solange die Welt noch ist, wie sie ist, sollten wir über sie lachen, anstatt uns ständig über sie zu ärgern. Und darum feiern wir heute Geburtstag. Dies ist die 25. Sendung. Ja. 25? So jung sind wir noch? In der Zeitung habe ich gelesen, ich sei schon 30. Nicht wahr, Ingrid, Sendungen. Das ist schon unsere 25. Sendung. Dann kriegen wir ja vom WDR eine goldene Uhr. Das ist bei silbernen Hochzeiten so üblich. Im Fernsehen bekommen wir allenfalls einen feuchten Händedruck. Aber vielleicht einen Doktorhut oder einen Orden oder eine Nacht mit dem Intendanten. Jetzt kommst du der Wirklichkeit schon etwas näher. Was willst du denn mit einer Nacht beim Intendanten? Naja, er wird ja bald ein reicher Mann sein und dann kann er mir eine goldene Uhr kaufen. Wieso wird er bald ein reicher Mann sein? Na, lest ihr denn keine Zeitung? Er bekommt Gebührenerhöhungen vom Bundeskanzler. Ich glaube, 2,50 € die Stunde. Aber Ingrid, mit den 2,50 € bezahlt er doch sein Defizit. Und ich möchte wetten, da bleibt für uns nichts mehr übrig. Na gut, dann gehe ich jetzt zu ihm und lass mir von ihm sein Defizit zum Geburtstag schenken. Und dann soll er mir mit den 2,50 € Gebührenerhöhung das Defizit wieder abkaufen. Und da möchte ich wetten, bleibt noch ganz schön was für uns übrig. Und da sagen die Leute immer, Frauen könnten nicht rechnen. Wo ist denn eigentlich der Holger? Ja. Da bin ich schon. Ich habe nur die Texte für die neue Serie geholt. Oh, was denn, so viel Text? Sieht nur so aus, das meiste davon ist gestrichen. Bei uns in Helmut, beim Fernsehen gibt's doch keine Zensur. Nee. Gibt es auch nicht. Die Redaktion hat die meisten Texte nur gestrichen, weil sie zu teuer sind. Zu teuer? Aha. An die Klimbims, wenn ihr heute Abend die rot angestrichenen Textstellen im Fernsehen bringt, wird es euch teuer zu stehen kommen. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, die Qualität der Texte in deutschen Unterhaltungssendungen ist eben doch nur eine Geldfrage. Da bin ich wieder. Das ging aber schnell. Hat dir der Intendant sein Defizit schon geschenkt? Nein, noch nicht. Er hat gesagt, er müsse erst danach suchen. Was denn suchen? Wieso hat er denn keins? Oh, doch, ein gewaltiges sogar. Aber er hat gesagt, sein Defizit stecke in einem riesigen Beamtenapparat. Und da sei es so verdammt schwer zu finden. Um Gottes Willen, Helmut, was ist denn? Die Stelle war gestrichen. Das wird uns teuer zu stehen kommen. Und bevor es uns noch teurer zu stehen kommt, schalten wir zurück zu Klimbim.